Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von GUCKART. Auf diesem Kanal dreht sich alles um das realistische Malen mit Acrylfarbe. Mein Name ist Thomas und heute in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie man eine ganz einfache und dennoch realistisch wirkende Plastikflasche oder hier eine Waschmittelflasche malen kann. Schritt für Schritt mit Acrylfarbe. An dieser Stelle möchte ich dich noch auf meinen neuen Masterkurs aufmerksam machen. Dieser ist ab dem 1. Juli verfügbar. Trage dich jetzt noch ganz unverbindlich in die Warteliste ein und profitiere von einem 20% Rabatt beim Kauf dieses Kurses. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Jetzt malen wir aber zusammen diese einfache Plastikflasche. Um diese Plastik- oder Waschmittelflasche malen zu können, habe ich eine Leinwand vorbereitet und diese Flasche bereits aufgezeichnet. Die Farbpalette für diese Plastikflasche besteht ganz einfach aus Weiß, Schwarz und unüblicherweise einem fertig gemischten Rosaton, in diesem Fall dieses Magenta. Wie du dir anhand dieser Farbpalette vorstellen kannst, soll diese Flasche später in einem schönen Rosa erscheinen. Ich bemale jetzt diese Flasche größtenteils mit diesem Magenta oder diesem Rosa. Dazu verwende ich diesen Katzenzungenpinsel und bemale jetzt die Flasche. Kennst du schon meinen Instagram-Account? Wenn du noch mehr Inspiration rund um das Malen mit Acryl suchst, dann abonniere mich doch einfach auf Instagram. So, nun habe ich diese Flasche mit einem Rosaton bemalt. Ich habe auch die Konturen späterer Spiegelungen hineingemalt. Diese habe ich nicht komplett bemalt, damit diese noch sichtbar bleiben. Den Deckel, den möchte ich in einem Weiß gestalten. Da Weiß nicht einfach nur Weiß ist, mische ich jetzt hier ein helles Grau für einen Grundton für diesen hellen Deckel. Und bemale jetzt mit diesem hellen Grau den gesamten Deckel. Ich verwende auch gleich dieses helle Grau, um den Schatten zu malen, welche diese Flasche auf den hellen Untergrund wirft. Hier male ich einen ganz einfachen Schatten, welcher hier auf die linke Seite dieser Flasche fällt. Auch hier unter der Flasche wird ein dünner Schatten gemalt. Dann gebe ich noch ein klein wenig mehr Schwarz hinzu, um ein dunkleres Grau zu bekommen. Das mache ich direkt mit dem Pinsel und dunkle den Schatten hier in diesem Bereich ein klein wenig ab. Und auch hier am Flaschenboden nochmal. Und noch eine Stufe dunkler. Umso näher der Schatten an die Flasche hingemalt wird, desto dunkler wird er gestaltet. Noch etwas dunkler. Und hier unten am Flaschenboden ist der Schatten am dunkelsten. Deshalb ziehe ich hier eine dünne, dunkle Linie. So, das ist ein ganz einfacher Schatten. Mit dem nassen Pinsel lässt sich die Kontur noch mal ein wenig verreiben. Nun widmen wir uns wieder der Flasche selbst. Im nächsten Schritt malen wir in die dunkle Richtung. Hierfür nehme ich ganz einfach dieses Pink und mische ein klein wenig Schwarz hinzu. Mit diesem dunklen Rosa hebe ich jetzt die dunklen Bereiche an dieser Flasche hervor. Dazu verwende ich wieder diesen Katzenzungenpinsel. Als nächstes gebe ich diesem dunklen Rosa ein klein wenig Weiß hinzu, um es ein wenig aufzuhellen. Und bemale jetzt hier den Übergang zum
helleren Rosa. Auch den hellen Plastikdeckel male ich als erstes in die dunkle Richtung. Hierfür gebe ich noch mehr Schwarz zu diesem bereits angemischten hellen Grauton hinzu. Jetzt verwende ich einen Rundpinsel mit einer scharfen Spitze und bemale jetzt die dunklen Stellen an dieser Plastikkappe. Anschließend geht es noch weiter ins Dunkel. Ich nehme noch mehr Schwarz und mische es mit diesem dunklen Rosaton zu einem noch dunkleren Violettrosa. Mit dem Rundpinsel arbeite ich jetzt damit die noch dunkleren Bereiche in dieser Plastikflasche heraus. Man kann jetzt schon sehr gut eine Flasche erkennen. Im nächsten Schritt geht es in die helle Richtung. Hierfür nehme ich ganz einfach weiße Farbe und mische diese mit diesem Magenta-Rosa. Hier verwende ich wieder den Katzenzungenpinsel und arbeite jetzt die etwas helleren Bereiche heraus. Du wirst sehen, dass die Flasche durch diesen Arbeitsgang eine viel plastischere und realistischere Wirkung bekommt. Um hier einen Zwischenton zu bekommen, gebe ich nochmal etwas mehr vom Rosa zu diesem hellen Rosa hinzu und kann hier die Übergänge noch besser herausarbeiten. Im nächsten Schritt geht es noch weiter ins Helle. Ich nehme noch mehr Weiß und vermische es mit dem bereits angemischten hellen Rosaton. Mit dem Katzenzungenpinsel geht es jetzt weiter ins Helle. Wenn dir das realistische Malen mit Acrylfarbe Spaß macht und du das Ganze von Grund auf lernen möchtest, dann schau dir doch mal meinen neuen Masterkurs an. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Für die feineren Details verwende ich wieder diesen Rundpinsel. Um dieser Flasche einen letzten und glänzenden Schliff zu geben, malen wir jetzt die Glanzlichter in dieser rosanen Flasche sowie in dieser hellen Plastikkappe. Beginnen wir oben mit dem Deckel. Hier nehme ich einfach weiße Farbe und male jetzt die Glanzlichter hinein. Und nun geht es weiter hinunter in die Plastikflasche selbst. Auch hier verwende ich einfach nur weiße Farbe und male damit die allerhellsten Glanzlichter in die Flasche hinein. Zum Schluss male ich noch feine Details wie den Spalt zwischen Deckel und Flasche. Hierfür nehme ich einfach schwarze Farbe und mische dies mit dem Rosa. Hier habe ich einen ganz feinen Rundpinsel und verdünne damit die Farbe mit etwas Wasser und ziehe hier eine dünne Linie. Und auch hier lässt sich die Kontur noch etwas abdunkeln. Nun hast du gesehen,
wie man eine ganz einfache Plastikflasche oder Waschmittelflasche ganz simpel mit drei verschiedenen Farben malen kann. Du weißt jetzt, wie man ein solches Gemälde Schritt für Schritt aufbauen kann, um am Ende eine realistische Wirkung zu bekommen. Ich hoffe sehr, dir hat dieses Video gefallen. Abonniere diesen Kanal, um kein neues Video zu verpassen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal.